Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadum zu diesem letzten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Da wir es im letzten Part unerfolgreich versucht haben, das legendäre Pokémon Mewtwo zu fangen, konnten wir einen Trainer, der nach dem Fang des Mewtwos auf uns gewartet hätte, nicht fangen. Ich verrate euch lieber nicht, wer da auf uns gewartet hätte. Ihr könnt es ja nachgucken, Let's Plays anderer YouTuber. Ich verrate es einfach jetzt mal nicht, um das halt auch ganz aus dem Spiel rauszulassen. Hier in der Pokémon Arena von Vertanias, die wartet ein weiterer Trainer auf uns. Der liebe Blau. Nachdem wir im Laufe des Abenteuers beim 8. Orden den Arenaleiter Giovanni besiegt haben, hat er sich und sein, er hat sich nicht aufgelöst, aber er hat sein Team Rocket aufgelöst und ist in den Untergrund verschwunden. Nun hat Blau den Stuhl des Arenaleiters des 8. Ordens eingenommen. Und ist nun der Arenaleiter von Vertania City. Heute werden wir gegen ihn einmal kämpfen, um noch einen letzten finalen Kampf, ein letztes Abschluss-Battle für den letzten Part von Pokémon Let's Go Evoli zu haben. So sieht's aus. Arenaleiter Blau. Kämpfe gegen mich, gegen meine Pokémon Top 4 Pokémon. Die werden dich vielleicht bezwingen können. Mewtwo konnten sie nicht bezwingen, aber dich, Blau, werden sie bezwingen. Jo, Zwergfee! Seit ich der Arenaleiter von Vertania City bin, herrscht hier jeden Tag Hochbetrieb. Aber sag mal, was hältst du eigentlich von der Innenausstattung der Arena? Ich finde ehrlich gesagt, das Stil passt nicht so ganz zu meinem sauberen Image. Am liebsten würde ich hier alles komplett auf den Kopf stellen, aber das nur nebenbei. Am Ende zählt nur, dass ich der Größte bin. Daran ändert auch die Inneneinrichtung nichts. Unser letzter Kampf ist also schon eine Weile her. Wie wär's mit einem Kostproben meines Könnens? Kampf gegen Arenaleiter Blau. Arenaleiter Blau fordert dich heraus. Taurus ist dein erstes Pokémon. Mein erstes Pokémon ist Blacky Evoli. Ein letzter Kampf und dann ist Schluss. Vielleicht noch ein zweiter Kampf, aber ich will euch nicht zu viel versprechen. Ich weiß nicht, ob ich das noch hingebogen bekomme. Aber erstmal wollen wir das Tauros hier besiegen. Oha. Seine Pokémon sind mächtig. Oh wei. Und da müssen wir uns auch mal ordentlich anstrengen. Na komm, wir haben die Top 4 überstanden. Jetzt überstehen wir das hier auch noch. Wir haben keine Tränke dabei. Wieso auch? Wir brauchen schon Tränke. Wir haben eine Top-Genesung. Ja. Shit happens. Gut, dann versuchen wir es zumindest mal Blau zu besiegen. ja gut. Das wird hoffentlich kein so großer Misserfolg wie der letzte Part gegen Mewtwo. Ja, für die Top 4 hat es gereicht. Für Top 4 hat es mein Können gereicht. Weiter. Naja. Und weiter kommen wir unbedingt. Sikutecke. Okay, vielleicht kriegen wir das erste Pokémon von Blau besiegt. Er ist stark. Die Macht ist stark in ihm. Sikutecke kann er auch. Und besiegt mich damit. Aber das ist mein Rückstoß. Haha. Und Verwandlung. Sehr nice. Erstes Pokémon von Blau besiegt.
So sieht's aus. Und weiter geht's. Prof erreicht Level 46. So muss das. Dann würde ich mal Arktos einsetzen. Ganz mutig den Arktos ins Kampf schicken. In den Kampf. Ja gut. Besonders weise war das jetzt nicht gewählt, aber Eis gegen Wasser ist jetzt nicht komplett daneben. Wutanfall. Oha, halt durch, Arktos, halt durch. Setz Fliegen ein. Vielleicht kannst du mit Fliegen mit der Flugattacke was anrichten. Attacke verfehlt, ist verwirrt. Ja, sehr gut. Fliegen. Na komm, mach's kaputt. Mach's kaputt, sieht ein bisschen anders aus. Aber ja, das Level des Gardos, das liegt auch ein bisschen weiter vorne. Ein bisschen weiter oben. Jetzt zieht sein Pokémon zurück. Flug-Pokémon gegen Flug-Pokémon. Ja, gut. Wir geben unser Bestes. Wir versuchen es. Auweia. Ja, das bringt nicht so viel. Gut, dass wir keine Tränke mit dabei haben. Ja, sieht doch vielversprechend aus. So, Lavados dann wahrscheinlich. Versuchen wir es mal mit Lavados. Du bist dran, Lavados. Kämpfe. Verbrenne es. Feuersturm. Mach's alle. Lass dich nicht so leicht besiegen. Ich sagte, lass dich nicht so leicht besiegen. Was daran war, nicht so leicht zu verstehen. Was hast du da nicht verstanden? Dann lass dich nicht so leicht besiegen. Welcher Punkt an dem Satz war es? Zapdos. Ja gut, das Thema hatten wir schon. Zapdos ist scheinbar doch der Schwächste. Und wenn untrainiert. Ja gut, dann wohl Diktri. Ich habe noch ein paar Top-Beleber. Müsste ich die noch haben. Ich habe die ja nicht verbraucht im Mewtwo-Kampf. Dann mal Schaufler. Diese Attacken sind doch immer das Beste, den man immer aussetzen kann. Ja gut, dazu muss man schon mal eine Runde aushalten. Eine Runde durchstehen. Dazu so viel. Ja, vielleicht kann Evo die was bringen. Können wir sie wieder beleben. Versuchen wir es zumindest. Jetzt haben wir lieber einen haben wir noch. Okay, habe ich sie doch verschwendet. Für den Kampf. So, letzter Top-Beleber. Ja, wofür wollen wir es aufbehalten? Wofür wollen wir es aufheben? Oh, Prof hält's durch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Siedewasser? Na, wir werden wahrscheinlich nicht nochmal einsetzen dürfen. Ja. Hätte ich das gewusst. Besiegt. Blackie, na komm, du bist meine letzte Hoffnung. Vielleicht kriegen wir ja das zweite Pokémon. Haben wir es zumindest ein bisschen angekratzt, das Team vom Blau. Ja, aber wirklich nur eine ganz kleine Fleischrunde. Fast nicht der Rede wert. Nur ein paar Mal gekratzt. So, Risikotackle. Versuch's. Steinhagen. Ja, das wird die Becky beerdigen. Oh, wird sie nicht. Sie lebt noch. Okay, und sie kämpft weiter. Bartkratz. Risikoticket. Ja, weiterhin. Versuch's. Halt durch, Becky. Du bist stark. Die Macht ist auch stark in dir. Verbrennung ist sehr gut. Na komm, Risikodeckel. Na komm, Risikodeckel. Du bist schnell reagiert, sehr gut. Und ATK. Mach's alle. Verbrennung ist auch noch da, sehr gut. Ist schon im roten Bereich. Hervorragend. Schade, dass wir keine Tränke mit haben. Knirscher. Halt aus. Fängt an zu verzweifeln, ja. Bist das letzte Team Pokémon. Na komm,
Verbannung. Nice. Immerhin, Zweier. Zweier haben wir schon besiegt. Ja, Trank gibt's nicht. Ja. So viel dazu. Blick ja recht Level 52. Ich wollte schon 25 sagen. Ja, gut. Ein letzter Schlag. Na komm, werden wir noch ein letztes Mal zuschlagen dürfen. Kaskade. Nein, werden wir nicht. Aber wir sehen Kaskade. Fantastisch. Na, dann muss ich mich wohl geschlagen geben. Joa, war doch trotzdem ein ganz passabler Kampf. Ja, kann sich sehen lassen. Haben wir nochmal zum Schluss gegen Blau gekämpft. Der wäre nämlich Teil gewesen der Arena Rematches. Wenn wir hätten jetzt von vorn anfangen können, wir hätten alle nochmal den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten, den achten, den neunten. Ja, genau, den neunten Ohren. Der wäre dann die Top 4. Die Top 4 hätten wir auch nochmal zurückkämpfen können, aber da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf. Hätten wir jetzt nochmal machen können, hätten wir nochmal gekonnt. Damit könnten wir jetzt auch noch ein paar Parts füllen, aber nein, danke. Da sage ich dankend tschüss. Beenden wir es an dieser Stelle. Ich fliege nochmal zum Top 4. Beenden wir das Ganze an diesem großen Ort. Die Top 4. Ja, auf dem Indigo-Plateau. Und was ich nochmal machen wollte, wozu wir jetzt die Zeit nutzen können, ist einmal kurz in den Pokédex reinschauen. Den haben wir noch nie so wirklich betrachtet. Und der ist doch eine ganz hübsche Sache. Ja, wir haben noch weitaus nicht alle Pokémon gefangen. Ja, da ist noch einiges offen. Hier hätten wir Mewtwo fangen können. Daten. Ja, gibt keinen Pokédex-Eintrag, aber gut. Die wir gefangen haben, können wir uns mal angucken. Wir wollen was mal durchlesen. Pokédex-Einträge. So muss das sein. Bisasam. Pokédex Nummer 1. Bisasam. Pflanze Gift. In Größe 0,7. In Gewicht 6,9. Ja. Für Pokédex-Liebhaber. Es kommt tagelang ohne Nahrung aus, da es in den Samen auf seinem Rücken Nährstoffe speichert. Ja, die Pokédex-Einträge von den verschiedenen Pokémon, die sind doch mal wieder, sind ab und zu mal sehr genial. Ja, Pokédex Nummer 2, dieser Knosp, Pflanze, Gift, Samen, Größe 1 Meter, Gewicht 13 Kilogramm. Die Knospe auf seinem Rücken wächst, indem sie Nährstoffe absorbiert. Kurz vor der Blüte sondert sie einen Duft ab. Ja, Pokédex Nummer 3 haben wir nicht. Bisaflor, Lumanda, Lurak, Lurak haben wir. Schade hoch für die anderen Einträge. Pokédex Nummer 006. James Bond 007. Kommen wir gleich zu. Lurak, Flamme, die Flamme, Feuerflug, Größe 1,7, Gewicht 90,5 Kilo. Das Ding ist schwer. Wenn es einen Strahl glühenden Feuers speit, lodert die rote Flamme an seinen Schwanzspitze noch intensiver. Ich kann nicht lesen. Oh. Ah, hier gibt's noch das. Ah, jetzt gibt es natürlich noch die. Ja, das muss natürlich sein. Mega Lurak X. Es wiegt schon 110 Kilo und ist Feuerdrache. Und es gibt einen neuen Pokédex-Eintrag. Es wird durch und durch von seinem mächtigen. Es wird durch und durch von seiner mächtigen Kraft durchströmt, die seinen Körper schwarz färbt und seine Flammen blau auflodern lässt. Sehr schön. Mega Lurak Y. Auf der Bindung
aus der Bindung zu seinem Trainer erschöpft es seine Kraft. Seine Fluggeschwindigkeit übertrifft sogar eines Düsenjets. Da haben wir die Pokédex-Einträge. Ja, muss man nichts zu sagen. Der Eintrag ist besser. Wie schnell muss der fliegen können? Eines Düsenjets. Mehr als Schallgeschwindigkeit, alles klar. Es greift seine Beute aus dem Wasser heraus mit einem Wasserstrahl an. Bei Gefahr zieht es sich in seinen Panzer zurück. Pokédex Nummer 007. Bond, James Bond. Shaggy, Wassertyp, Minikröte. Größe 0,5 Meter, Gewicht 9 Kilo. Der wiegt schon 22,5 Kilo. Größe 1 Meter. Ach ja, ein bisschen größer geworden. Typ Wasser. Pokédex Nummer 08. Kröte. Wenn es einen Schlag auf den Kopf bekommt, zieht es sich in den Panzer zurück. Seine Schwanzspitze jagt noch heraus. Ah, hier haben wir noch Mega Turtok. 009 Turtok Wasser Panzertier. 1,6 Meter, Gewicht 85,5 Kilogramm. Nachdem es einen Gegner anvisiert hat, greift es mit einem Wasserstrahl an, dessen Druck höher ist als der eines Feuerwehrschlauchs. Haben wir hier wieder einen Spezialtyp. Die Kanone auf seinem Rücken ist so stark wie die eines Panzers. Mit seinen kräftigen Beinen hält es den Rückstoß seiner Schüsse stand. Alles klar, der hält mit seinen kräftigen Beinen, der muss auch heftig trainiert haben. Den Rückstoß einer Kanone. Hat man den Rückstoß einer Kanone mitgekriegt? Nee, wahrscheinlich nicht, aber der ist schon heftig. Ich wahrscheinlich auch noch nicht. Robi, ja, wir müssen jetzt nicht alle Pokédex, aber die besten. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ja. Oh, Taubas haben wir nie gemacht. Nie gehabt. Gemacht auch nicht. Oh. Der hat noch eine andere Form. Ach, weiblich und männlich. Okay, ja, den haben wir hier noch, den wir vorlesen können. Ist noch was Interessantes. Pikachu, natürlich. Pokédex Nummer 025. Pikachu, Elektro-Maus. Größe 0,4 Meter, Gewicht 6 Kilo. Pikachu ist in Wäldern zu Hause. Da es in seinen Backentaschen Elektrizität speichert, bekommt man einen Schlag, wenn man es berührt. Ja, der arme Ash. Weiblich. Ja. Hier, ganz interessant. Pikachu männlich hat einen eckigen Schweif. Und Pikachu weiblich den Herzchenschweif. Reichen. Pico gab's noch nicht. Ja, die ganzen Pokémon hier. Oh ja, gut, da haben wir was verpasst. Hätten wir mal ein bisschen spielen können. Oh ja, gibt's viele Pokémon über hier. Zubat. Ja. 041 Zubat, Fledermaus, Giftflug, Größe 0,8, 7,5 Kilogramm. Wow, das Ding, das war gut. Weiblich, männlich. Zubat stößt während des Fluges ultraschalllauter aus, um Hindernisse zu orten. Wölbert. So, schauen wir mal durch. Dictry, obwohl sie Drillinge sind, unterscheiden sich die Metallanteile in ihren Körpern jeweils leicht. Das beweisen ihre unterschiedlichen Haarstile. Aha, okay. Dictry bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf, kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein. Weiblich. Oh! Achso, das ist das Alola. Kann mir zeigen. Wenn es sich in eisenhaltigen Boden angesiedelt hat, wuchsen ihm drei metallische Haare auf den Kopf. Das ist auch nun die Alola-Form. Ah, okay, die normale Form. In der vereinigten Kraft von drei Dicta
gräbt es sich bis zu 100 Kilometer tief in die Erde. Berichten zufolge löst das mitunter Erdbeben aus. Mozi. Hallo da, Mozi. Ah, das können wir auch mal vergleichen. Dieses Pokémon ist offenbar nachtaktiv. Es liebt glitzernde, runde Gegenstände und stiehlt diese bei jeder Gelegenheit. Alola Mauzi ist ein sehr intelligentes und sehr stolzes Wesen. Es hat den Ruf, schwer umgänglich zu sein. Aber das ist auch ein Grund für seine Beliebtheit. Ja. Okay, das ist... Das liegt gleich viel. Das sind gleich groß. Ja, das ist so bei den Alola-Formen. Nein, bis auf Kokobai. Entoron. Also. Oha. Da man ein paar Pokémon verpasst zu fangen. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit, ohne dabei zu aufzuwachen. Abra natürlich. Kadabra, Simsalabim. Dreimal der schwarze Kater und dreimal Nachthara. Der Gürtel an seiner Hüfte dient dazu, einen Kraft zu begrenzen. Ohne ihn wäre Marschalk nicht zu bändigen. Unschlagbar. Unbesiegbar. Wieder so ein Eintrag. Ja, das war mal toll, das zu gelesen zu haben. Das sind die besten Einträge. Es trotzt von Geburt an der Schwerkraft und schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft. Ja. Porenta. Da können wir uns drauf freuen. Pokémon Schwert und Schild. Porenta. Ich spoiler noch nicht zu viel, aber Porenta kriegt, also für die, die nicht gespoilert werden wollen, ich spoiler nichts, aber Porenta kriegt einen Auftrag. Nicht einen Auftrag. Den werdet ihr wiedersehen. In meinem nächsten Let's Play in Pokémon Schwert und Schild. Pokémon Let's Go Schwert, um genau so sein. Jo, so sieht's aus. Das ist ja jetzt der letzte Part. Oh, Alola Kokobai, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Oh, weiß, kleine Köpfe ziehen sich gegenseitig an und drehen sich. Es braucht 6 von ihnen, um die Balance zu halten. So muss das doch. Ah, hier. Es trägt den Schädel seiner Mutter als Maske. Sein Weinen hält darin wieder und wird zu einer traurigen Melodie. Pokédex Nummer 104, Tragosso. Typ einsam. Oh, das ist ein trauriger Pokédex-Eintrag. Kann man auch mal vorlesen. Hören mal die ganzen Rufe von den Pokémon. Auch mal schön. Pantimos ist begabt im Minenspiel und trainiert dieses jederzeit. Es kann andere dazu verleiten, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren. So muss das. Carpador. Carpador ist für seine Nutzlosigkeit bekannt. Ob Meer, Fluss, See oder Pfütze. Es schwimmt durch die verschiedensten Gewässer. Pokédex Nummer 129. Carpador, Typ Wasserfisch. Größe 0,9 Meter. Gewicht 10 Kilogramm. Kangados. Ditto. 132. Ditto. Normal Transform. Größe 0,3 Meter, Gewicht 4,0 Kilogramm. Wenn es seine Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Evoli natürlich noch. Pokédex Nummer 133. Evoli Evolution. Normaltyp. Größe 0,3 Meter, Gewicht 6,5 Kilogramm. Es kann sich auf verschiedene Weise entwickeln. Evolis genetischer Code ist der Schlüssel für das Geheimnis der Entwicklung von Pokémon. Und die Entwicklung, die wir sehen konnten. Okay, bald müssten wir am Ende sein. Ah ja, Relaxo verschlingt sogar Nahrung aus, auf der sich etwas Schimmel gebildet hat. Trotzdem verdirbt er sich nie den Magen. Ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter das Wasser, die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint, wenn sich der Himmel verdunkelt und Blitze unablässig herunterdonnern. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit seinen lodernden Flügeln schlägt,
erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. Okay, ja. In dem Sinne, Däumchen nach oben. Sollte euch dieses Let's Play gefallen haben, sollte euch Pokémon Let's Play, Let's Play Pokémon Let's Go Evoli so rum gefallen haben. Ja, Fazit. Lassen wir jetzt einfach mal aus, bin ich mal so frech. Ihr habt's schon in den vorgehenden Parts gehört. Den anderen 55 Parts. Ich habe da zwischendurch mal ab und zu mal was dazu gesagt. Ja, kurz gesagt, kleines, ganz kurzes Fazit mache ich schon. Gutes Spiel. Hat schon Spaß gemacht. Leider mit dem Joy-Con-Steuerung fand ich ein bisschen scheiße, muss ich so sagen. Muss man wirklich so bewerten. Mit dem Pro-Controller wäre das ganze Spiel deutlich entspannter und deutlich besser gewesen. Dazu einen heftigen Abzugspunkt. Ja, das gibt wirklich Abzug. Das macht das Ganze ein bisschen unangenehmer. Haben wir jetzt zum Schluss nochmal den Pokédex durchgegangen. Auch was wert. Auch was Tolles im Part. Zum Schluss hier noch an der Pokémon-Liga auf dem Indigo-Plateau. Ja, ich muss sagen, das Spiel, dadurch, dass man es schon gekannt hat, gab eine nette Neuerung. Gab einige nette Neuerungen. Schön frisch aufpoliert. Die Grafik, ja, die ist wunderschön. Haben sie schön remaked. Was soll ich sagen? Ja, zwischendurch wurde es ab und zu mal ein bisschen langweilig durch diese ständigen Arena-Bedingungen, die man erfüllen musste. Spätestens zu Koga, zu dem Arena-Leiter. Der Blutzuck-Wahnsinn. Die Blutzucks. War es dann ein bisschen lästig, die Arena-Herausforderung zu erfüllen, die Arena-Bedingung zu machen. Ja. Also. Da und dort ein paar Schwächen das Spiel. Doch ein gelungenes, also man muss schon sagen, es ist ein gelungenes Remake von der ersten Generation. Man kann es akzeptieren. Man kann es so annehmen. Ja. Pokémon Schwert und Schild als nächstes. Mein nächstes Let's Play. Pokémon Schwert. Könnt ihr euch drauf freuen. Dann mit Pro-Controller. Ich freue mich wie nichts Gutes. Endlich wieder mit Pro-Controller zu spielen. Ah, eine Qual war das mit dem Joy-Con. Ja. Däumchen nach oben, es wird euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Die Bewertung von diesem Let's Play könnt ihr in meiner Let's Playlist sehen. In der Kanalbeschreibung verlinkt. Habt noch einen angenehmen Tag und man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Let's Play auf meinem Kanal. Bis zum Pokémon Schwert und Schild. Haut rein. Ciao, ciao.